an alle Nixblicker. Ich bin der Picknicker, werd's dir erklären, doch dann mach erst den Beat dicker. Das ist der Bass und ich her, schieß ein Loch durch die Stirn. Durch dein Ohr bringt der Beat dein Gehirn zum Erfrieren. Doch aus liebe Zuseherinnen und Zuseher, seit 2 Jahren haben wir ja jetzt das Depot bei uns im ersten Obergeschoss hier. Und die Sonne hat auch Einzug gehalten im Inntal. Jetzt bleibt natürlich die Frage über, spürt sie den Sommer schon, Isabella? Ja, wie man sieht, wir haben da vorne zum Beispiel jetzt das Picknick, hinten haben wir die Grillsaison und ganz hinten haben wir momentan 30% auf die Gartenmöbel. Also ich als leidenschaftlicher Picknicker, ich habe einige lässige Sachen schon entdeckt darinnen. Was habt ihr denn sonst noch für Highlights noch diese Saison? Ja, wie man sieht, haben wir da den Bergenkorb. Also da ist mit innen rein eine integrierte Kühltasche mit Besteck und Glaslein. Und wir haben auch Minigriller da für die Fahrrad. Liebhaber haben wir Fahrradsattel da oder Klingeln und für die Kinder Luftblasen. Und natürlich die Dekoration steht bei uns im Vordergrund und haben auch gute Vorschläge da und wir möchten Sie einladen, dass Sie kommen und sich das anschauen und wir werden Sie auch gerne beraten machen. Ja, das ist glaube ich ein toller Grund, um zu uns zu kommen, das Intercenter Delft hier. Das Team da drüben an der Kasse gerade sehr beschäftigt, würde sich sehr freuen und heißt Sie herzlich willkommen. Wenn unser Roschbaron hier neben mir steht, dann ist es wieder soweit. Die Künstler und Künstlerinnen aus der Region halten Einzug ins Intercenter Delft. So auch dieses Jahr geht am 21. und 22. Juni die 5. Delfer Kunstmeile bei uns im Intercenter Delft über die Bühne. Lassen Sie sich inspirieren. Wir haben im ersten Obergeschoss eine tolle Ausstellung und eine nice Prize-Ecke. Wir haben Künstlerinnen, Bildhauer, Maler. Wir haben sehr viele verschiedene Künstler hier bei uns im Haus. Und einer, der von der ersten Stunde an mit dabei ist, ist unser Bernhard. Ja, grüß euch alle miteinander. Wie der Fredi schon gesagt hat, bin ich jetzt zum 5. Mal dabei und ich finde die Kunstmeile in Delft eine coole Sache. Es ist lässig, dass das Intercenter für die regionalen Künstler einen Platz schafft, wo man ausstellen kann. Weiters geht diesen Jahr zum 2. Mal die Nice Prize Ecke über die Bühne. Da bieten regionale Künstlerinnen und Künstler super Qualität zu fairen Preisen an. Und zwar am Freitag von 13 bis 18 und am Samstag von 10 bis 17 Uhr hier im ersten Obergeschoss. Und auch der Bernhard hat, glaube ich, das ein oder andere Schmankerl dabei. Ja, von mir ist was dabei oder 2, 3 Sachen. Weiters ist für der Dina Grippels was dabei, für der Aline Schenk, von Stefan Rosentreter und viele andere noch. Ja, ich glaube, das ist ja sicherlich eine tolle Aktion. Dann haben wir noch dieses Jahr für unsere Kleinen am Samstag von 10 bis 15 Uhr Riesenseifenblasen, die sicherlich für eine nette Stimmung sorgen werden für die Kinder. Was es heuer neu gibt, ist eine blinde Versteigerung von dem Kopf neben mir, der Heinz heißt. Der Heinz wird nachher für einen guten Zweck, oder das Geld, was eingenommen wird, wird für einen guten Zweck hergenommen. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald im Intercenter Delft. Alles Gute fürs Oberland.